Moin, liebe Sheila. Du hieß in Ishanomo. Fahre ich noch in Schulze gern. Das ist die zweite Lektion. Und ich habe ein paar Wörter rausgesucht, fahre ich sie ausspreche. Aber ich wünsche noch, dass da sehr gut geschlafen wird. Und dass eure Tag heute sehr gut soll sein. Gut, schön, blimlich. Und nur eine Freude fahre ich heute. Dann die zweite Lektion, die zeigt, wenn man das Thema benutzen tut. Wie, wo und wie ne. Das Thema haben die so ausgedacht. Das sind viele Leute, wo ein tun und in selbig Wort sprechen die Leute der E und auch sind Leute, wo der E spreche. Mit dem acento, mit dem circunflexo, ora agudo. Então, die dann de trema gemacht, nur fada E und fada E, so zeige. De trema tot auf ke ana Buchstabe, nur auf de E und nie auf de A und auf de U und auf de O. Nur auf dem E ora E. Aber nie, wenn da zwei E hört, wenn da zwei E spreche tot, dann kommt kein Trema drauf. Nur der kurze E. Im kurze E, kurze E und kurze E kommt der Trema drauf. Dann ein Ton, wie die Leute spreche tun, ist richtig, weil der Trema ist drauf und dann jeder eine weiß, wie er spreche tot und dann ist alle zwei Sachen ist richtig. Dann, wenn ich sage, jetzt muss ich das Trema auf der E tun. Jetzt, agora. Fett, gordura, gordo, fett, Trema auf dem E. Wenn noch Leute sind, wo fett sind, fett oder fett, dann ein tun, das Trema ist richtig. Weil dann jeder einer schreibt und spricht, wie er will. Dann ist der Trem auf der zwei Form richtig. Wenn ich Bett, Kammer, so, dann ist Bett, Kammer. Hört man, wie man das an der Sprache tut, wenn ich Bede, sind zwei E beisammen, dann nie Trema. Weil das sind zwei lange Vokale beisammen. Dann nie de trema. Pet, trema, peda, conix. Net, não. Leca, lamber. Ah, ich han die Schmierpan geleckt. Wie gut, gell? Wer tut nicht gerne ein Pan legen? Das ist doch so gut, gell? Leca, lamber. Leca, ora, wer will leca son? Auch trema. Spreche, falar. Ah, ich tun mit dem Mann spreche. Eu vou falar com esse homem. Spreche, ora, spreche, auch trema auf dem E. Apple, ora, das sind nach Leid, wo Apple sagen. Ah, quer mir mon Apple, ora, quer mir mon Apple. Me dá uma maçã. Dann alle zwei richtig und der trema auf dem E. Wenn ich sage End, ah, die Ende sind im Wasser. Os patos estão na água. End, pato. Ter, magro. Te, quel ist zu ter? Esse cara tá muito magro. Dann ter, trema. Und wenn einer spricht, tot, ter, dann auch der trema. Wenn ich sage Erst, primeiro, erst, trema auf dem E, oder der erst. Wenn Sie nach Leute sagen, der erst, das ist der erst kommt, dann ein Ton, wie man spreche tut, ist der Trema richtig. Wenn ich so ein Löffel, dann auch Trema auf dem E. Löffel, Kulier. Dessert, deserto. Dessert, a trema auf dem E. Sex, ora, sex.
Das ist ein gut Beispiel, Exemplo, dass der Trema richtig ist auf der zwei Seiten, um E und um E. Dann ein Ton, wie die Leute aussprechen tun, ist der Trema richtig. Das sind welche Hunde, die gemacht haben, nur für der E und nur für der E. Das Hitze, ne? Ein guter Zirkumflexo. Wenn ich so 6, die Nummer 6, dann ist der Trema drauf, aber ich spreche wie mit dem Hitze. 6. Wenn ich so 6, dann ist es 6. Dann ist der Trema auch drauf. Dann ist es ein Ton, wie ist es richtig, aber immer mit dem Trema. Und viele Leute sagen, warum so viel Trema? Ja, der liebe Leute, das sind nicht viel Trema. Nur wenn die E schreiben tut und wenn es klingt tut E oder E. Nur dann. Auf andere Wörter, keiner kommt der Trema drauf. Vergesst der Trema auf dem O, auf dem A und auf dem U. Die sind nicht in der Hundschrift, gibt das nicht geschrieben. Nur auf dem E und der Kurzform. Wenn eine E lehn ist oder eine E oder eine E lehn ist, dann tut er der Trema drauf. Und sonst wird er gar kein Trema drauf tun. Richtig? Das ist dann die zweite Lektion. Dann sind die Wörter schon am Ende. Dann könnt ihr auch den Rest von eurem Tag benutzen. Ein paar von den Schafen, ein paar von den Hemden bleiben, Tee trinken, dann mit dem Vieh füttern, Zacken gehen. Und wünsche euch einen guten, guten Tag. Dass da alles schön ans Ende von der Tag kommt. Gut gesund und ganz gut geschafft. Und immer froh. Ein Kuss für Saal und bis morgen.